Ich muss noch was dazu sagen, ja. Er sagt ja immer, das würde er ja nie machen. Ne? So mit dem schlecht reden und so, ja. Ja, das kann er auch nicht. Ne? Da versteht man, er kann ja nicht über mich schlecht reden. Weil ich tue nicht Schlechtes. Ja? Im Gegenteil. Ich habe alles versucht. Alles. Alles. Wenn ich könnte, dann hilft es. Ich gehe so schnell nicht auf, wenn es um Frieden geht. Ja? Also, da bin ich ziemlich hartnäckig. Ja? Aber was nicht geht, geht nicht. Und weil Frieden kann man wirklich nur dann mit jemand haben, der das auch will. Ja? Nicht? Und wenn der andere das nicht will, naja, wie soll ich dann zum Frieden kommen? Ja? Na klar, ich probiere das dann immer weiter. Ja? Aber offensichtlich, wie jeder sehen kann, geht das nicht. Es geht einfach nicht. Ja? Und das ist ein Problem. Ne? Wenn ich dabei schon wieder an Sascha denke, ja, könnte ich schon wieder kotzen. Ja? Es war ja so gar nicht geplant. Ja? Ne? Und dass es so lange dauert, auch nicht. Ja? Nee, mir reicht das. Ganz ehrlich, ich bin mit den Nerven am Ende. Kann man sehen, wer das sehen will. Ja? Zwar nicht wirklich, weil ja, das ist ja das Schöne an mir. Ja? Ich habe ja mal gesagt, ich würde ihn genauso behandeln, wie er mich jetzt. Ne? Nee, das tue ich nicht. Wenn ich das tun würde, würde er durch, dann wäre ich schon kopfkürzer. Dann hätte er mich schon erschlagen in seiner Wut, die er nicht kontrollieren kann. Der kann das ja nicht kontrollieren. Ja? Das ist das Gefährliche an dem. Also ich sitze hier auf dem Pulverfass. Ja? Ich weiß noch nicht, was passiert, wenn er nachher zurückkommt. Ja? Ja. Oh Mann, Barbara. Das tut mir wirklich unendlich leid. Ich kann mir vorstellen, der ist das genauso herm wie mir jetzt. Ja? Die wussten auch immer nicht, was mit mir ist, wenn ich zurückkomme. Ja, ja, so ist es. So kriegt man, und da ist der Beweis, man kriegt im Leben alles wieder zurück. Ja? Ist so. Ja? Jetzt habe ich das auch, ne? Dass ich nicht weiß. Habe ich auch Angst davor, ja, wenn der nach Hause kommt. Wir sind ja jetzt nicht zusammen in dem Sinne, aber trotzdem, es ist halt eine ähnliche Situation. Ja? Versteht ihr? Ja? Ich sage euch, das ist, ja, ist schon anstrengend für mich ein bisschen, ja, also nur ein bisschen, ne? Nicht so dolle, ja, aber, ja, Dr. Mumpold, was sagen Sie denn da zu mir, ne? Aus psychologischer Sicht, ja, irgendwie träume ich schon beim nächsten Gespräch, ich habe ja da einige Fragen an Sie, ich hoffe, Sie werden mir ehrliche Antworten geben, ja. Aber das macht er bestimmt. Also doch, bis jetzt war er immer ehrlich zu mir. Ja. Und dann gehe ich davon aus, dass er das auch weiterhin sein wird. Ja. Weil ich will natürlich wissen, so ein paar Sachen will ich noch wissen von ihm. Ich hoffe, er hilft mir das. Ja. Weil Wissen tut er das. Ja. Aber ob ich es kriege von ihm mit Wissen, was ich haben will, das ist die zweite Frage. Ne? Das weiß man nicht. Ja, also das weiß ich jetzt noch nicht. Das werde ich ja dann wissen, wenn ich ihn gefragt habe. Hm? Hm? Meine ganzen anderen Ärzte alle, die ich bis jetzt hatte, die waren immer ehrlich zu mir. Ja, auch wenn ich natürlich manchmal ein bisschen Nachdruck verleihen musste. Ja, indem ich dann, ja, manchmal muss ich das machen. Ich mache das eben auch. Ne? Ich komme ja auch mit jedem aus. Ist ja nicht so, dass ich, wer mit mir nicht auskommt, ist selber schuld. Ja, wer mit mir nicht auskommt, der ist selber schuld. Ja, also da kann ich nichts machen dann, ja, weil ich bin immer lieb, ja, bin ein ganz lieber. Nur nicht zu ihm. Ja, und das kann ich auch nicht, weil ja nicht jeder lieb zu mir ist. Versteht ihr? Ja, wenn man zu mir lieb ist, bin ich auch lieb. Meistens jedenfalls.
ist ganz selten, dass das mal anders ist. Ja. Kommt natürlich auch vor. Ist doch klar, ja. Nicht? Ich habe ja schließlich Erfahrungswerte, nach denen ich mich richte. Und gegen die sollte man ja auch nicht anstinken. Also man sollte niemals gegen seine eigenen Erfahrungen anstinken. Ja, weil, warum? Ist zwecklos. Stellt sich immer mehr heraus. Nicht für mich. Halt! Nein, nein, ich weiß Bescheid. Selbst wenn ich nicht Bescheid weiß. Ja, wie ist ein Witz jetzt wieder zu verstehen, wa? Der erzählt einen Scheiß, oder? Ja? Nein, ist kein Scheiß. Ja, warum nicht? Naja, ich habe alles. Ja? Aber ich gebe nicht alles. Das kann ich nicht machen. Versteht doch mal. Ich muss schon einiges für mich behalten. Ja? Aus dem einfachen Grunde, wie ihr seht, es könnt ihr ja verfolgen, also es gibt ja Leute, die verfolgen, also nicht verfolgen mich, Quatsch, Blödsinn, mich verfolgt keiner, ja? Weil wäre zwecklos, mich verfolgen zu wollen, ja, hätte keinen Sinn, das haben schon viele versucht, es sind alle gescheitert. Ja, keiner ist mehr übrig, ja, von denen, ne? Also, die mich verfolgt haben, ja, ja? Alle sind so, ja, ich kann ja mal ein kleines Beispiel nennen. Da gab es so eine Sozialarbeiterin, ja, da habe ich beim Internationalen Bund gearbeitet, ja, und die hat zu mir gesagt, Herr Bienstein, ich helfe Ihnen, bei, dass Sie ein Konto kriegen. Ich sage, da können Sie mir nicht helfen. Ja, hat die nicht geglaubt. Ja, dabei, das Schärfste war ja, ich treffe die 2 Jahre später am S-Bahnhof Friedrichstraße mit einem Check in der Hand, wie ich ihn in der Hand habe, hatte. Also so ein Check vom Arbeitsamt, den man auf der Post einlösen kann. Da hat sie selber kein Konto mehr gehabt. Sie hatte nämlich ein Alkoholproblem, ja. Und außerdem hat sie auch Sachen gesagt, die sie hätte nicht sagen dürfen, wie zum Beispiel, dass da einer beim Internationalen Bund arbeitet, der da eine Haft, also der anstatt Arbeit statt Strafe, verstehst du, versteht ihr, das hätte die ja nicht sagen dürfen, das hat die aber gemacht, ne? Und die wollte mir helfen, den Konto zu finden. Was soll ich denn da sagen, da macht man den Bock zum Gärtner, ne? Ja, das sind so Sachen, die ich erlebe. Geil. Ja, wie die da plötzlich, wie die gekickt hat, als die mich gesehen hat. Die hat mich ja erkannt. Die hat ja so getan, als ob sie mich nicht kennt. Ne? Kann ich doch verstehen. Für mich war das keine Genugtuung, sag ich mal. Ja, ich bin nicht derjenige, der, aber für mich kann das nie genugtuung sein, wenn jemand anders es schlecht hat. So, ja, jemand, den ich nicht kenne, das soll es nicht schlecht haben. Ja? Warum denn? Ja? Ich bin dafür, dass es jedem gut wird, aber das ist nun mal leider nicht so. Ja? Dafür kann ich auch aber nicht. Das ist doch nicht meine Schuld. Wenn es dem anderen dreckig wird, dafür kann ich nicht. Ja? Nie. Ich lehne jede Schuld ab. Schon immer. Ja, weil ich nicht schuldig bin. Aus und das da. Ja? Und im Übrigen, keiner ist schuldig. Ja? Ich sehe es, das ist wieder nicht zu verstehen. Ja, also, verstehe ich schon. Kann man ja auch nicht. Ja? Also, aber ich kann das, ja, im Gegensatz zu anderen. Ja? Ich kann eine ganze Menge mehr, als man sich so träumen lässt. Ja? Aber darum geht es doch ja nicht. Ich will mich auch hier niemals über irgendjemand stellen. Ja? Weil, passt doch, jetzt passt es genau zu. Das
Was ich kann, das kann jeder. Jeder. Ja, wenn die das dann nicht wollen, dann ist es doch ihr Problem, oder? Also ich bin glücklich und zufrieden und das kann jeder sein. Jeder. Er hat immer die Wahl. Ja? Also ich bin das, wie man sieht. Ja? Kann man ja verfolgen, ja? Wer das gerne möchte. Ja? Dass ich da nicht lüge, sondern mir geht's gut. Ja? Wenn es einen anderen nicht gut geht, naja, gut, ich kann dabei nicht helfen. Ne? Also, das muss schon jeder für sich selber machen. Ne? Ich tue das. Und das immer besser. Ah, geil! Ja! Oh, hier. Da ist alles. Ah. Dr. Muckwald, die Tabletten wirken. Das ist so geil. Ja. Die frischen Tabo, ganz artig. Bin ich. Wieder mal. Geil.